Das Heulen des Windes. Ein Wattpad-Roman von The Black Wolf 4. Kapitel 1. Ich lag in meinem riesigen Bett in meinem kleinen Zimmer mit Dachschräge. Ich träumte gerade davon, wie ich bei Nacht an einer Lichtung saß. Es standen dicke Nebelschwaden in der Luft. Plötzlich vernahm ich ein Geräusch hinter mir und schreckte auf. Ich glaubte, einen Geist zu sehen, als ich erkannte, wer das war. Purer Hass war ihm ins Gesicht geschrieben. »Lina, aufstehen!« hörte ich plötzlich die Stimme meiner Mutter, die mich aus meinen Träumen riss. »Ja«, brummte ich wenig motiviert zurück. »Ich war so müde.« Nach 10 Minuten schaffte ich es dann endlich, aufzustehen und mich ins Bad zu schleppen. Meine gelockten dunkelbraunen Haare fielen mir zerzaust bis zu den Schultern. Nach einer gefühlten Ewigkeit, eigentlich nur 15 Minuten, hatte ich es endlich geschafft, mich einigermaßen fertig zu machen und zum Esstisch zu gehen. »Morgen«, trillerte mein Dad fröhlich und schaute mich an. Wie konnte man nur so verdammt fröhlich sein um 6:30 Uhr morgens? »Morgen«, sagte ich monoton und setzte mich hin. »Ist da etwa jemand zu spät ins Bett gegangen?« mischte sich jetzt auch meine Mutter ein. Ich dachte mir, es wäre völlig überflüssig zu antworten. Ich schenkte Milch in eine Schüssel, holte mir einen Löffel und schüttete dann Cornflakes dazu. Ich verputzte alles in Rekordgeschwindigkeit und zog mir dann meine schwarzen Schuhe an. Ich trat aus der Haustür und wer hätte es gedacht, mein bester Freund Liam stand vor mir. Wir fingen ein bisschen an zu quatschen. Es schien so, als wäre die ganze Welt gut gelaunt gewesen, alle außer mir. Das Wetter war schön, Vögel zwitscherten und wir würden nur 4 Stunden Schule haben. Den Grund für meine miese Laune wusste ich selbst nicht. Vielleicht hatte es ja mit meinem komischen Traum zu tun. Wir waren inzwischen bei der schäbigen alten Schule angekommen und gingen hinein. 1. Stunde Englisch. Nein, die ganze Stunde saß ich auf meinem Platz und versuchte die Zeit zu überbrücken. Ich war in meinen Gedanken versunken, als Herr Schmidt, mein Englisch- und Mathelehrer, der mich nicht leiden konnte, mir eine Frage stellte, die ich nicht beantworten konnte. Ich versuchte zwar, mich auf den Unterricht zu konzentrieren, doch meine Gedanken schweiften immer wieder ab. Irgendetwas war heute los. Danke fürs Zuhören. Wenn euch das kleine Projekt gefallen hat, dann bewertet doch das Video und sagt mir, was ihr davon haltet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.